guckt euch das an. Hier flaches Ödland und aus dem Nichts Berge. To hell with good intentions. To hell is where I'll go. Hey, ich bin Kilimann und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Max und ich haben einen Roadtrip nach Fribourg gemacht, aber im heutigen ersten Teil der Reise versuchen wir erst einmal zueinander zu finden. Denn bereits da hat sich angekündigt, wie chaotisch und verwirrt und dumm die Reise werden wird. So hoch. Musst du so hoch sitzen, oder? Nee, ich hab's nicht umgestellt. Einwandfrei. Also viel Spaß mit dem Video und wenn euch das Video gefällt, vergesst auf gar keinen Fall einen Daumen da zu lassen und den Kanal zu abonnieren. Würde uns ja unterstützen. Ich weiß nicht, wie ich dieses Video anfangen soll. Nee, Spaß. An der Stelle auch Hallöchen von mir, aus meiner Perspektive. So, bin gerade quasi aus Leipzig in Köln angekommen, muss jetzt so ein paar Sachen noch räumen. Das ist auch eigentlich alles, was ich kurz sagen wollte. Ich fahre jetzt gleich dann auch schon weiter nach Neuss. Ich habe richtig Bock, aber ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, was ich gerade so sagen will. Ich könnte jetzt natürlich den Zeitraffer auch, den ich meinen Koffer packe, darauf habe ich aber ehrlich gesagt gar keinen Bock. Deswegen haben wir uns dann später wieder. Es geht los. Willkommen zum FS-Vlog vom Trip in die Schweiz. Es geht gleich los. Jetzt werden erstmal Sachen gepackt. Und dann später geht's auf nach Neuss zu Kilian. Der freut sich auch schon bestimmt riesig. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Die Mandos kommen natürlich auch mit. Zack. Ich dachte, ich muss einfach nur den Schienen entlang laufen. Dies scheint so nicht der Fall zu sein. Und auch überhaupt nicht fehlen darf, ist James. Ja, ne? Ja, du kommst auf jede Reise mit. Ja. Update. A, ich habe aggressiv die Sonne im Hintergrund. B, ich weiß, wo ich bin. Ich weiß nur nicht 100%, ob ich jetzt so dahin komme, wo ich hin will, wie ich es mir vorstelle. Aber ich denke, das wird schon. Ich habe noch 10% Akku. Ich hole euch mal die Powerbank raus, dann laufen wir rum mit den ganzen IRL-Streamer. Mal gucken. Dit. Dann noch Kissen. Kopfhörer. So, der Straßenname ist Max. Sag mir was. Wenn ich nicht komplett falsch liege, sollten wir einfach durchgehen können. Und dann am Ende auf der richtigen Straße rauskommen. Ich hoffe, Max läuft ein bisschen mehr in der Gegend herum. Wir sind tatsächlich genau da rausgekommen, wo ich herauskommen wollte. Ich bin echt ein bisschen stolz auf mich. Da auf dem Spielplatz haben wir uns mal richtig hart besoffen. Ja, ansonsten schauen wir mal, wie es wird. Und wir sehen uns später. So, Anna, wir haben dann, beziehungsweise ich habe jetzt dein Auto als Geisel. Ich würde sagen, wir fahren einfach ohne weitere Umschweife nach Hause, dass wir den Max nicht verpassen. So, los geht's. Da kommt auch schon der Bus. Yeah! Guter Einkauf, würde ich sagen. Alles, was man braucht für eine lange Fahrt. Käffi und so halt, ne? Junge, ich darf ja fahren. So, Meister. Da sind die Alter, wie nah sitzt du denn? Ja, ich bin kleiner. Das ist die tolle POV erfunden von Ellie und so machen. So hoch. Musst du so hoch sitzen, oder? Nee, ich hab's nicht umgestellt. Der Weitwinkel.
Ich soll probieren? Wie kriegst du das so geil hin? Wow. Freunde, das ist es. Man sieht fast gar nichts, die Lampe ist viel zu dunkel, scheiß drauf. So, wir haben jetzt, sind aber jetzt zu Abend gegessen, haben, wie viel Uhr? 23:46 morgen geht es um 5:30 los und dann geht's ab in die Schweiz. Ich bin richtig hyped, ich bin richtig, richtig pumped. Bist du auch pumped? Ja. Es wird ein Fest. Es wird ein absolutes Fest. 5,5 Stunden, Kilian. Ne, 5 Stunden Schlaf. Ich wollte gerade sagen, 5 Stunden Fahrt ist ja voll entspannt. Mal gucken, wie lange wir eigentlich fahren müssen. Wir wissen an das Adresse gar nicht, lol. Gute Nacht und wir hören uns morgen viel zu früh. Tschüss. Früh stellen den Wecker, 5 Uhr. Ja. Ja, alles klar. Gute Nacht. Max, ich hab das Gefühl, wir müssen aufstehen. Ah.